beantrage Ihnen, auf diesen Bundesbeschluss 2 nicht einzutreten und möchte betonen, dass es sich dabei nicht um eine Fundamentalopposition handelt, sondern wirklich um eine zeitlich befristete, fachlich und technisch begründete Opposition handelt. Und wenn ich mir die Voten vom Vormittag in Erinnerung rufe, muss ich sagen, es ist ein laues Oppositionslüftchen, das Ihnen da um die Ohren pfeift, Herr Bundesrat. Also Sie können beruhigt sein. Zur zeitlichen Befristung. Sobald die Probleme, die unser Kommissionspräsident angetönt hat, nämlich die Probleme mit der Funkanlage und der Bordverständigungsanlage, sobald diese Probleme endgültig und eindeutig gelöst sind, werde ich meine Opposition aufgeben und in diesem Zeitpunkt werde ich mich einer Beschaffung nicht mehr verschließen. Zur fachlichen Begründung dieser Opposition. Ich habe eine infanteristische Grundausbildung als Infanteriefunker absolviert und habe dann in einem motorisierten Infanterieregiment jeweils als Funker des Regimentskommandanten meine WKs absolviert. Und immerhin möchte ich erwähnen, dass drei von vier Regimentskommandanten, die haben, nachdem sie durch mich immer mit ihren Truppenteilen mit Funkkontakt versorgt worden sind, die haben eine beachtliche Karriere gemacht. Zwei sind Korpskommandanten geworden, einer Präsident der RUAG und der Funker, also ich, hat es zwar militärisch nicht allzu weit gebracht, aber immerhin im zivilen Leben zum Militärdirektor. Also eine gewisse Fachlichkeit würde ich mir da zugestehen. Jetzt zu meiner Kritik an der Beschaffung dieser geschützten Mannschaftstransportfahrzeuge. In der ursprünglichen Botschaft waren die nicht vorgesehen und der Bundesrat oder das VBS hat sich eigentlich diese Zusatzbotschaft von der Kommission einfach aufs Auge drücken lassen oder musste es sich aufs Auge drücken lassen und hat dann diese Fahrzeuge in der Zusatzbotschaft vom 30. Juni anbegehren müssen. Und dort steht in einer Fußnote, und in der Regel, gebe ich zu, lese ich Fußnoten nicht, steht in einer Fußnote, dass da unter Umständen Probleme bestehen könnten, die Fahrzeuge mit Funkanlagen oder Bordverständigungsanlagen ausrüsten zu können. Also Bordverständigungsanlagen, das ist, damit da der Fahrer mit den anderen Leuten seiner Equipe Kontakt aufnehmen kann. Anlässlich einer Kommissionssitzung ist uns ein Faktenblatt der Armee vorgelegt worden und ich hoffe, dass ich daraus zitieren kann, ohne da irgendein Kommissionsgeheimnis verletzen. Auf die Frage, ob die vollständige Einsetzbarkeit und Führbarkeit dieser GMT, also geschützten Mannschaftstransportfahrzeuge, ob die gegeben ist, heißt es, die Fahrzeuge wären in ihrem Einsatz stark beeinträchtigt, also nicht einfach beeinträchtigt, sondern stark beeinträchtigt. Durch die fehlenden Führungssysteme können die Fahrzeuge nicht im Verbund eingesetzt werden. Und weiter steht in diesem Faktenblatt, eine Führung, Klammer Führbarkeit, wäre nicht möglich. Also die Einsatzfähigkeit der Truppe wäre nicht erhöht, weil nämlich diese Fahrzeuge in einem ernsthaft militärischen Einsatz schlicht und einfach nicht eingesetzt werden können. Sollte die Beschaffung trotzdem durchkommen, dann könnte man die Fahrzeuge eigentlich nur für Fahrschule benutzen. Und das scheint mir doch ein bisschen happig, Fahrschule zu machen mit doch beachtlichen Ungetümen. Und jetzt komme ich auf meine infanteristische Grundausbildung zurück. Zwei Sachen sind mir in Erinnerung geblieben, ein paar Sachen habe ich vergessen. Eine Sache, die möchte ich mit der Materialmaxime umschreiben, die andere mit der Verbindungsmaxime. Die Materialmaxime sagt, dass militärisches Material jederzeit in einem einwandfreien Zustand sein muss und immer vollzählig und funktionstüchtig gehalten werden muss. Ich habe ein einziges Mal diese Materialmaxime während meiner militärischen Laufbahn verletzt. Da hat man mich in eine 5-tägige Retraite geschickt, Kaserne La Poya, Untergeschoss. Und dort habe ich das dann wirklich verinnerlicht. Und so gesehen wirkt halt die militärische Grundausbildung nach. Ich bin ein bisschen fixiert auf vollständiges und einsatzfähiges Material. Und 70 geschützte Mannschaftstransportfahrzeuge ohne Funkverbindung, die sind schlicht und einfach nicht einsatzfähig. Also diese Materialmaxime wäre damit verletzt. Zur Verbindungsmaxime. Ich habe Ihnen gesagt, ich war Funker von 4 bedeutenden Regimentskommandanten. Da hat man mir immer gesagt,
ein Truppenteil, zu dem man keine Funkverbindung hat, der ist militärisch gesehen neutralisiert, wenn nicht sogar eliminiert. Und Sie werden, oder ich hoffe wenigstens, dass Sie das verstehen können, dass ich jetzt nicht Hand bieten kann, Fahrzeuge zu beschaffen, die eigentlich funktechnisch gesehen bereits neutralisiert oder allenfalls sogar eliminiert sind. Also da muss ich mein Veto einlegen, und um es ein bisschen bildhaft darzulegen für die Nicht-Militärspezialisten, so wie ich jetzt einer bin, es wäre so, als ob man Militärsackmesser beschaffen würde und sagt, ja, die Klinge wird dann in ein paar Jahren nachgeliefert. Also Entschuldigung, das macht weder militärisch noch sonst wie irgendwie Sinn, und deshalb beantrage ich Ihnen nicht darauf einzutreten. Erlauben Sie mir noch eine persönliche Fußnote, und Fußnoten sind ja nicht ganz unbedeutend. Wenn man eine ernstzunehmende Institution wirklich schwächen will und ihr schaden will, dann muss man sie der Lächerlichkeit preisgeben. Und ich sage Ihnen, mit der Beschaffung von Fahrzeugen, mit denen man außer Fahrschule nichts machen kann, militärisch nichts machen kann, mit einer solchen Beschaffung setzt man die Armeeführung und das Departement der Lächerlichkeit aus. Und da will ich einfach nicht mitmachen, und ich will dafür nicht verantwortlich sein. Und deshalb bitte ich Sie, meinem Nichteintretensantrag zuzustimmen. Und sobald uns das VBS und die Rüstungsbetriebe und wer da alles etwas zu sagen hat, sobald sie uns versichern können, dass die Funk- und Bordverbindungsangelegenheit endgültig geregelt werden kann, von diesem Moment an werde ich mich einer Beschaffung nicht widersetzen. Deshalb danke ich Ihnen, wenn Sie meinem Nichteintretensantrag zustimmen und damit die Armee vor der Lächerlichkeit schützen. Herzlichen Dank.